Im heutigen Video werde ich euch 5 Methoden zeigen, wie man seine Fahrradkette sauber machen kann. Dabei werden wir uns von der trivialen Methode bis hin zur mikroskopischen, aufwendigsten Methode vorarbeiten, wie man seine Kette am Fahrrad sauber machen kann. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und fangen direkt an. Die allererste Methode ist super einfach und schnell erklärt. Dazu braucht man nämlich nur einen Putzlappen, den alten, der vorzugsweise nur für den Antrieb verwendet wird. Da muss man nichts weiteres machen, als den Putzlappen nehmen, die Kette zu umgreifen und dann den Antrieb rückwärts zu drehen. Ein paar Umdrehungen sollten da ausreichen, um den groben Schmutz von außen an der Kette sauber zu machen. Man schafft dann damit nicht wirklich tiefenrein die Kette sauber zu machen, weil der ganze Dreck noch in den Rollen drin hängt. Deswegen sollte man das nur ab und zu machen, beziehungsweise wenn ihr eine gewachste Kette habt, dann ist es die Methode, die ihr nur noch verwenden müsst, da ihr kein Öl oder kein Fett mehr an der Kette habt. Den Effekt kann man noch ein bisschen erhöhen, wenn man auf das Tuch, was man dazu benutzt, einfach ein bisschen Entfetter drauf sprüht, dann wird das Ergebnis noch ein bisschen sauberer. Und wer kein altes Tuch zu Hause hat oder eine mobile Lösung sucht, da draußen gibt es diverse Reinigungstücher für Kette und auch Rahmen. Da muss man dann die richtige Seite verwenden und das kann man dann auch mitnehmen oder in seine Satteltasche machen, wenn man mal einen Kettendefekt hat und keine Lust auf schmutzige Finger. Methode Nummer 2 verwenden wirklich alle World Tour Mechaniker da draußen und alles, was man dafür braucht, ist eine aufgeschnittene Flasche, einen alten Malerpinsel und ein bisschen Entfetter, ein Bio-Entfetter am besten. Und dann füllt man die Flüssigkeit hier rein, steckt das Ganze in den Flaschenhalter und dann wird mit dem Pinsel der ganze Antrieb eingepinselt mit dem Entfetter. Das muss dann ein paar Minuten wirken. In der Zwischenzeit kann man noch ein paar andere Sachen, Laufräder zum Beispiel, sauber machen. Und wenn das dann so 2, 3 bis 5 Minuten eingewirkt hat, der Entfetter, dann kann man das Ganze mit einem Wasserstrahl aussprühen. Die Profimechaniker nutzen dafür auch einen Hochdruckreiniger, denn die wechseln die Ketten so oft aus, beziehungsweise die Lager, dass das dort egal ist. Aber wenn ihr das zu Hause machen wollt, erkundigt euch bei dem zuständigen Wasseramt, ob ihr da Reiniger, beziehungsweise welchen Reiniger man da verwenden kann. Sonst nehmt euer Fahrrad am besten mit in eine Autowaschanlage. Die sind alle quasi so unterkellert. Da kann dann der ganze Antrieb, Schmutz und Öl sicher ablaufen und gelangt nicht in die Umwelt. Die nächste Methode, die ich euch zeigen möchte, ist mit einem Kettenreinigungsgerät. Die sehen immer ungefähr so aus und wenn man das Ganze aufmacht, verstecken sich da drin verschiedene Bürsten und Schwämme. Das ganze Gerät wird dann zu einem gewissen Eistrich mit auch Bio-Entfetter aufgefüllt und dann schließt man das ganze Ding an der Kette an, klappt das Ganze wieder zu und dann muss man den Antrieb einmal durch das Gerät jagen. Da kann man ja so viele Umdrehungen machen, wie man möchte, bis man sich denkt, okay, die Kette ist jetzt schön sauber. Das Gute an solchen Kettenreinigungsgeräten ist, dass die alte Flüssigkeit mit dem Schmutz und Dreck bzw. mit dem alten Öl sich im Gerät selbst sammelt, bzw. wenn die Kette nicht allzu stark verschmutzt ist, dann kann man die Flüssigkeit auch nochmal ein zweites Mal verwenden. Das kann man dann sicher unterbringen und fachgerecht entsorgen. Und wenn man dann noch einen zweiten Durchgang möchte, dann kann man das ganze Gerät ein bisschen ausspülen und mit Seifenwasser auffüllen und dann die Kette quasi in einem weiteren Gang nur mit Seifenlauge durchwaschen und dann hat man ein astreines Ergebnis und eine super saubere Kette. In der vierten Methode braucht man Omas Hilfe, denn dazu muss man sich ein paar Einmachgläser von ihr klauen. Und da macht man dann einfach seine Kette rein und füllt das Ganze, bis die Kette komplett mit Bio-Entfetter oder Reinigungsbenzin überdeckt ist. Und dann schüttelt man das ganz vorsichtig, ein bisschen aufpassen, dass das Glas nicht platzt, oder sich ein Plastikbehältnis besorgen. Und somit kriegt man die Kette auch astrein sauber. Das Einzige, was man dazu machen muss, ist natürlich, die Kette komplett abzumachen. Und wenn man eine Kette Nieten benutzt, dann ist das manchmal ein bisschen aufwendig und teuer. Deswegen würde ich euch empfehlen, falls ihr die vierte Methode verwendet, einfach ein Kettenschloss benutzen, was man öfters schließen oder wieder öffnen kann. Und dann kriegt man damit seine Kette richtig gut sauber. Zum Beispiel, um sie danach ein bisschen zu wachsen. Die letzte und fünfte Methode ist natürlich, seine Kette in einem Ultraschallreiniger zu reinigen. Denn mit so einem Ultraschallbad und den Ultraschallwellen kriegt man die Kette wirklich klinisch sauber. Somit kann man wirklich den letzten Schmutz und Dreck aus der Kette lösen und auch aus den Rollen, wo der Dreck sich verfängt, kriegt man wirklich restlos den Fett oder das Fett und den Schmutz entfernt. Das ist ziemlich aufwendig und dauert auch mit am längsten in der ganzen Prozedur hier. Aber das Ergebnis lohnt sich, wenn man seine Kette zum Beispiel von Öl auf Wachs
umstellen möchte oder wenn man einfach nur seine Bauteile am Fahrrad super sauber haben möchte. Deswegen die letzte und aufwendigste Methode ist das Ultraschallbad und ich bin gespannt, wer von euch diese Methode zu Hause auch benutzt. Das waren jetzt 5 Methoden, wie man seine Fahrradkette sauber bekommt. Man könnte natürlich auch sich immer eine neue kaufen, aber ich denke, das ist ein bisschen teuer. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo auf unserem Kanal, wo wir auch schon diverse einzelne Videos gemacht haben, wie man seine Kette wirklich sauber bekommt. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Methode von den 5 ihr an eurem Fahrrad verwendet oder ob es noch eine andere da draußen gibt, die ich gar nicht aufgezählt habe. Da bin ich mal gespannt auf eure Antworten, wie ihr eure Ketten zu Hause sauber macht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Thank you.